gegen qualvolle Tierversuche, aber du hast nichts gegen qualvolle Kinderversuche. Du musst Nazanin die Flasche geben, bevor wir ins Bett gehen. Aber die Flasche musst du mit der Hand abspülen, weil Papa die Spülmaschine irgendwie nicht anschließen kann. Er sagt, dass es eine verfluchte Scheißspülmaschine ist, die er irgendwann einfach aus dem Fenster werfen wird. Das hat er gesagt. Komm, ich zeig dir mein Zimmer. Was glaubst du, ist alles wichtig, wenn man Häuser bauen will? Naja, Wasser und Abflussrohre. Genau, und die Infrastruktur ist es auch. Ja, richtig. Hast du schon mal ein Haus gebaut? Ja, schon, aber das war ein Holzhaus. Stell dir vor, ich war die Beste in der Klasse. Ungelogen, das ist wahr. Aber hattet ihr das Feuer ausgemacht? Nein. Also. Sepide? Hallo, Mama. Posso per im Bechabe. Sie schläft schon. Stopp! In diesem Wohngebiet sind keine Autos erlaubt. Sie können wohl keine schwedischen Schilder lesen. Doch, das kann ich, aber sind Sie blind? Ich sitze doch nicht am Steuer. Sorgen Sie dafür, dass Ihr Köter hier nicht mehr hinpinkelt. Hör nicht auf den bösen alten Mann, Prinz. Anders, hast du gesehen, was der Alte gemacht hat? Lassen Sie den Hund in Ruhe. Das ist kein Hund. Für mich ist das ein Winterstiefel mit Augen. Du hast meinen Gartenschlauch seit dem 27. August. Ich brauch den jetzt. Willst du jetzt gießen im März? Kümmer du dich um deinen Garten und ich mich um meinen. Was für ein Problem hast du eigentlich, Ove? Ich weiß es. Du bist ein unglaublicher Pedant. Wahnsinn, dem sein Leben zu retten. Dessen Leben. Dessen Leben zu retten heißt es. Du fehlst mir. Sich das Leben zu nehmen, ist gar nicht so einfach. Möchtest du meine Frau werden? Ja! Was? Ja, das möchte ich! Es ist doch wirklich verrückt, wie schlecht du im Sterben bist. Also weißt du, ich hab nachgedacht. Gib nicht so an. Mein Name ist Kubo. Meistens kümmere ich mich um meine Mutter. Wie war Vater so? Er war genau wie du. Stark. Und er hat so gut ausgesehen. Ach, Mutter, ich erzähle Geschichten mit Zauberkraft. Wenn ihr blinzeln müsst, dann tut es jetzt. Über große Schlachten, Krieger und Monster. Aber ich hatte keine Ahnung, dass meine Geschichten tatsächlich wahr sind. Kubo, wir suchen dich schon so lange.